Hallo und guten Morgen hier von der Westseite vom Hauptbahnhof. Ganz kurz, ich will mit euch heute früh mal hier die Baustelle vom Astoria ein bisschen umrunden. Jetzt sehen wir erstmal Straßenbahn, ja, Linie, was ist das, 16. Hallo, guten Morgen. Das muss als einleitende Bilder hier. Ich gehe gleich mal rüber, weil so wahnsinnig toll ist der Fassadenschutz jetzt auch nicht. Aber es ist schon besser als viele andere Baustellen, die gänzlich ohne Schutz der Fassade mit auskommen. Ich gehe davon aus, dass das auch eine Denkmalschutzauflage mit ist. Ich muss jetzt mal schauen, hier hinten kommt eine 10 oder 11. Das heißt, ich muss erstmal schnell über die Straße flitzen. Guten Morgen an euch Astorianer hier, Hauptbahnhof Westseite. Und dann laufe ich einfach mal drum rum. Keine Ahnung, ob hinten im hinteren Bereich, ob da auch wieder Baumaßnahmen oder die, ob da offen ist. Werde ich jetzt aber gleich mal sehen. Also hier, wie gesagt, mit Blick in Ring ist alles verhüllt, hat ein bisschen Ähnlichkeit wie Christo. Und passenderweise ist der wahrscheinliche Investor, der mit dahinter steckt, ist auch in Berlin irgendwie beheimatet. Christo hat auch in Berlin etliches gemacht, wie auch immer. Hier haben wir so ein bisschen Werbung für so verschiedene Sachen. Das ist, glaube ich, bereit für Chaos, Haus des Geldes, Teil 3. Irgendeine Netflix-Serie. So, hier die schönen, gucken, was sind das? Kann ich jetzt gerade nicht ausmachen, was das für Bäume sind. Aber hier mal im Hellen, letztens war das mal irgendwann, das im Dunkeln aufgezeichnet hatte, was mal werden soll oder wie es mal werden soll. Und dass die Eigentümer oder die Projektgesellschaft Vivion oben zuständig ist, das hatte ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch schon mal erwähnt. Mal sehen, also wenn es vom Äußeren etwa so werden würde, das Hotel Astoria wieder, dann wäre das, finde ich, ein großer Gewinn, so direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Und dann kann ich euch nur mal hier kurz rein zeigen. Der Bereich vom ehemaligen Haupteingang. Wie man sieht, alles abmontiert. Und das Dach ist ja auch fast komplett abmontiert da oben, um die Dachschäden zu beseitigen. Und hier im Hintergrund haben die Bauleute ihre Domizile. So, ich gehe jetzt mal rüber über den Ring. Ne, über den Ring gehe ich nicht, sondern ich gehe drumherum. Und dann gucken wir mal. Natürlich aufpassen, da hier Fahrradfahrer kommen. So, hier ist wieder irgendeine große Werbung. Ach, Leipziger Strom. Leipziger Stadtwerke machen ja auch mal überdimensionale Werbung. Ist natürlich ein sehr schöner Werbeträger da von gegenüber vom Ring für die Autofahrer. Und weiter nach rechts rüber wäre es wahrscheinlich von den Bäumen hier verdeckt. So, die Werbung am Rande. Leipziger Stadtwerke, nur her mit euch, um mir für die Empfehlung was zu geben. Wir sind selbst nicht bei den Stadtwerken, insofern. Ich verdiene nichts. Beim Sport gibst du alles. Unser Bundesprogramm belohnt, was auch immer. So, also ich gehe jetzt hier nochmal rum und hoffe, dass ich vielleicht euch nochmal einen Einblick hinten in die Aktivitäten geben kann, die hinter dem, oder dem Hinterhof des Astoria aktuell laufen. Hier haben wir erstmal eine Menge Verkehr. Hier muss ich dann auch aufpassen, weil es recht eng wird mit Radfahrern und Fußgängern. Hier, wie gesagt, sieht man auch nichts anderes außer den Fassadenbahn. Ich gucke mich mal kurz um.
Ja, Rad- und Fußweg, also. Und soweit ich weiß, ist der Rad- und Fußweg auch in beide Richtungen ausgewiesen. So, ich versuche jetzt mal hier die Passanten nicht mit aufzunehmen. Guten Morgen natürlich nochmal an alle, die so zwischendurch dazugeschaut haben oder dann das später noch sich angeschaut haben. Und hier hinten, da ist ein Abschnitt, was jetzt Astoria Westseite sozusagen ist, das müsste auch einer der Anbauten sein. Der scheint in einem recht guten Zustand auch äußerlich, sowohl äußerlich als auch innerlich drin zu sein. Also da haben sie scheinbar mit der Entkernung gar nicht so sehr viel machen müssen. So, aber ich gehe jetzt trotzdem. Jetzt gehen wir noch weiter und dann schauen wir mal nach hier. Mal gucken, eine alte Tür. Einmal kurz durchs Astloch geschaut. Geheime Einblicke. Wilder Westen passt natürlich auch. 7. Juli bis 4. August. Okay, mal gucken. Hallo. Guten Morgen auch an diejenigen, die noch dazugeschlossen sind. Ah, hier haben wir noch mehr. Also hier Schuttberge. Ohne Ende, so guckt das Schlüsselloch. So, ich weiß gar nicht. Ach, hier ist ein. So. Aber ich glaube fast, dass hier vorne die Hofeinfahrt oder die Hoftür, dass sie gar nicht mehr benutzt wird. So, hier haben wir auch wieder. So, das ist ein ungünstiger Winkel, weil dahinter noch eine Strebe, noch irgend so eine Strebe ist, aber ein bisschen was sieht man zumindest noch. Und ich glaube, wie gesagt, hier der Hinterhof, der ist jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr so öffentlich zugänglich. Ich kann aber natürlich hier oben drüber einfach mal noch euch kurz zeigen. Es kracht und zischt. Zu sehen sind vor allem große Berge von Schutt, die sicherlich auch noch erst abgetragen werden müssen. Wie gesagt, hier dieses eine Ensemble oder dieses eine Teilstück. Astoria, was recht gut noch aussieht, aber auch die anderen Teile sehen von zumindest von der Ferne her, sehen die Teile auch noch recht gut aus in ihrem Zustand. So, ich warte hier noch mal einen kurzen Moment. Dann gucke ich mal, was die Uhrzeit sagt. 8 Minuten 12 Sekunden. Hier noch mal. Ach, hier haben wir auch noch mal. Das ist natürlich. Hier haben wir noch mal so einen Blick. Na da, so. Ich guck noch mal hier vorne. Wird es wahrscheinlich nichts geben. Wobei, hier haben wir noch mal einen Durchblick. So ein bisschen jedenfalls. So, hier. Geben bis zum Astoria. Naja, die Schuttberge sind auch gar nicht mehr so wahnsinnig groß. Ja, danke für das Like hier. Von wem auch immer das jetzt kam, hat er mir nicht angezeigt. Und da oben drauf. Ja, ich bin jetzt nicht so weit. Da oben irgendwann soll das Astoria-Logo wieder erklimmen. Wobei es da unter Umständen gewisse rechtliche Probleme geben wird oder geben kann, weil sich ja in der Zwischenzeit noch ein anderes Hotel in Leipzig hier den Namen Astoria gesichert hat oder sich zumindest als Hotel Astoria firmiert. Inwiefern das auch die Marke eingetragen hat, weiß ich nicht, die Wortmarke. Aber ich gehe davon aus, dass sich da sicherlich Lösungen finden werden, von Besitzer zu Besitzer oder Eigentümer zu Eigentümer. So, das hier von meiner Seite, die Baustellenleute, die unterhalten sich auch, was jetzt als nächstes dran ist. Und ich gucke auch mal, was für mich als nächstes dran ist. Bis bald, ihr Lieben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und naja, wie gesagt,
man sieht sich hoffentlich bald wieder oder liest sich, wenn uns auch andere Artikel zum Thema Astoria unter die Finger kommen. Bis bald und tschüss!